Amen. Amen. Have you all had a blessed Sabbath? War es ein gesegneter Sabbat für euch? Yes. Ja. It's been great spending our time with you, the time with you over the few days. Ich hatte eine gute Zeit mit euch. I believe that today we covered some very deep emotional meaningful topics. Wir haben heute schon sehr wichtige emotionale Themen miteinander besprochen. And we understand that many of us here there are those struggles that we have to be willing to give over to God. Es ist vielleicht gar nicht leicht und wir verstehen, dass es Dinge gibt, die wir abgeben müssen, aufgeben müssen. And as we've seen that God tells us to call unto him out of a pure heart. Und Gott ruft uns zu einem reinen Herzen auf. It first begins by being willing to flee the youthful lusts. Und es beginnt damit, den jugendlichen Lüsten zu fliehen. To be willing to follow after righteousness. Der Gerechtigkeit nachzujagen. To let go of the life that's pulling us away from God. Und all das aufzugeben, was uns von Gott trennt. So that we can go forward with him and call unto him out of a pure heart. Dass wir mit ihm das Leben weiterleben können und mit einem reinen Herzen weiterleben. I'd like you to turn with me to the book of 2 Timothy chapter 2 verse 22. Ich lade euch ein, mit mir die Bibel im 2. Timotheus 2 vers 22 aufzuschlagen. And we'll read that scripture again. Und wir lesen diesen Text noch einmal. And it reads there. Und da steht: So flee youthful desires. Fliehe nun die jugendlichen Lüste. And pursue righteousness, faith, love and peace. Jage bei der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach. With those who call on the Lord out of a pure heart. Zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. I'd also like to call your attention to the book of Psalms, chapter 17. Ich möchte euch auch einen Psalm in Erinnerung rufen. Psalm 17. 17 verse 1. Psalm 17 und dort in Vers 1. Proverbs. Psalm 17, verse 1. Psalm 17, Vers 1. And it reads, Hear a just cause, O Lord. Höre, O Herr, die gerechte Sache. Attend to my cry. Vernimm meine Klage. Give ear to my prayer. Achte auf mein Gebet. That is not spoken from deceitful lips. Das nicht von falschen Lippen kommt. Sometimes the call to God. Manchmal kommt dieses Rufen an Gott is sounded from our lips über uns von unseren Lippen with a cry mit einem Schrei mit einem Ruf with a desire to just call out to him so loudly in desperation mit diesem Wunsch zu Gott auszurufen asking for his help nach seiner Hilfe because we may feel lost flehend weil wir uns verloren fühlen. I'll ask you to pray with me as we begin. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam beten, während wir jetzt beginnen. Dear Lord, Vater im Himmel, as we come before you and speak this evening, wir kommen vor dich, bevor wir jetzt hier die Predigt haben. We give you thanks. Wir wollen dir danken. Thanks because there's still an opportunity to call out to you and be saved. Wir wollen dir danken, dass wir dich anrufen können und um deine Rettung rufen können. To be saved from the sins of our life. Wir wollen errettet werden von den Sünden unseres Lebens. And I pray that everybody who is here right now. Und ich bete, dass jeder, der da ist, will open their hearts to you. Sein Herz dir öffnet. So you can clean those hearts. Damit du diese Herzen reinigen kannst. And have them to call out to you. Dass diese Herzen zu dir rufen. So that we may all be saved. Dass wir alle gerettet werden. Please be with myself and David as we speak again. Sei mit mir und mit David, während wir predigen. Let the words of our mouth and the meditations of our heart be acceptable in your sight. Mögen unsere Worte dich preisen. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. The title of the message tonight is Running the Full Circle of Life. Der Titel der Predigt heute Abend ist den ganzen Lebenszyklus zu laufen. And coming to that point where we have to call to God. Und irgendwann dann an dem Punkt zu sein, wo wir Gott anrufen. I'd like to ask us to go to the book of Luke. Ich möchte mit euch das Lukas-Evangelium aufschlagen. This morning we read about the lady who was caught in the act of adultery. Wir haben uns heute Morgen mit der Ehebrecherin beschäftigt. This evening we'll be reading about the prodigal son. Heute Abend wollen wir aus Lukas vom verlorenen Sohn lesen.
The one who ran full circle and came back to the recognition that he needs God in his life. Der, der seinen Lebenszyklus gelaufen ist und irgendwann an den Punkt gekommen ist, wo er gesagt hat, ich muss mein Leben verändern. We'll start with verse 12 and then we'll look at verses 18 and 19. Wir steigen ein in Lukas 15, Vers 12. In verse 12, dort steht in Vers 12, we'll start with verse 11, it says, then he said, a man had two sons. Vers 11, und da steht, und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. The younger of them said to his father, Father, give me the share of the property that falls to me. Und der jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. So he divided his estate between them. Und er teilte ihnen das Gut. And then we read in verses 18 and 19. Und dann lesen wir weiter in Vers 18 und 19. He said, I will arise and go to my father, and I will say to him. Da steht, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Father, I have sinned against heaven and before you. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. I am no longer worthy to be called your son. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Make me like one of your hired servants. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. It's an interesting change that takes place with this son. Und es ist eine interessante Veränderung, die hier stattfindet mit diesem Sohn. You read in verse 12 that he asks for everything that he would receive if his father was dead. In Vers 12 sehen wir, wie er fragt nach all dem, was er eigentlich erst dann ihm zusteht, wenn der Vater tot ist. And then in verses 18 and 19 you read about this son wanting to come back to the father. Und in Vers 18 und 19 lesen wir von diesem Sohn, der zurück zum Vater möchte. And it seems to be that something happened midway. Und es scheint, als würde da dazwischen etwas Wichtiges passieren. Something happened to him that made him realize he needs to come back to his home. Er hat also realisiert dazwischen irgendwo auf dem Weg, dass er zurück nach Hause möchte. But at the beginning when he said to his father, I want the goods I will receive that I would normally receive when you die. Und ganz am Anfang, wo wir gelesen haben, wo er sagt, ich möchte das Vermögen bekommen. What he was essentially saying is that his father was now dead to him. Was er eigentlich in Wirklichkeit gesagt hat, ist, mein Vater ist jetzt tot, wenn ich das übernehme. And I'll ask you. Und ich frage euch, is God dead to you? Ist Gott tot in eurem Leben? Have you been living a life that's against him? Habt ihr ein Leben gelebt, das gegen ihn ist? Have you been enjoying all of the privileges that God would give to you? Habt ihr euch all das genommen, was Gott euch geben möchte? Whilst running away from him. Während ihr doch von ihm weggelaufen seid? Is God dead to you? Ist Gott tot für euch? There comes a point in our life when we will run full circle. Es kommt zu einem Punkt in unserem Leben, wo dieser Lebenszyklus, dieser Kreislauf ein Ende nimmt. And each and every one of us in this room will have to make a decision. Und jeder einzelne von uns muss an diesem Punkt eine Entscheidung treffen. A decision to either be with him, eine Entscheidung für ihn, or to be against him, oder gegen ihn. Sometimes when needing to make these decisions, we would say, well, maybe God's okay with me doing this thing. Und manchmal, wenn wir so eine Entscheidung treffen müssen, dann diskutieren wir in unserem Kopf und sagen, vielleicht ist das okay für Gott. Maybe God's okay with me holding on to this thing. Vielleicht ist es okay für Gott, wenn ich so bleibe. When you know when you read the Bible, God's will tells you that that is not the case. Aber wenn du es weißt und du liest es in der Bibel, dann ist es ganz klar, dass das nicht der Fall ist. And it is at that point when God needs you and calls you to make a decision. Und in diesem Moment ruft Gott dich und verlangt eine Entscheidung von dir. Will you be with him? Bist du mit mir? Or be against him? Oder gegen mich? And sometimes being with him doesn't always feel good. Und nicht immer fühlt sich das gut an, mit ihm zu sein. But by faith it is the right decision. Aber im Glauben wissen wir, dass es die richtige Entscheidung ist. I remember when I was younger, I was about the age of 7. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich ungefähr 7 Jahre alt war. I loved watches. Ich liebte Uhren. I'd always in every shop I'd ask my mom, can I get that watch? Can you get me that watch? Und immer wo es Uhren gab in den Geschäften, habe ich meine Mama gefragt, kann ich die haben oder jene? I had watches that would play special music songs and everything. Und ich hatte auch welche, die so eine spezielle Melodie gespielt haben. I just loved watches. Ich habe Uhren einfach sehr gerne gehabt. There came a time when we walked into a petrol station that was very close to our home. Und wir sind in eine Tankstelle gekommen, sehr nahe an unserem Zuhause. And there was a How many of you here drive cars? Wer von euch fährt schon mit dem Auto? You know when you wash the car there's that wax that you need to put on the car sometimes. Und ihr kennt dieses Wachs, was man auf das Auto drauf gibt, nachdem man es gewaschen hat? You know? Kennt ihr das?
Some of you are like, I don't wash my car. Manche von euch reagieren, wie wenn sie noch nie das Auto gewaschen hätten. I've never washed my car. Ich habe meins auch noch nie gewaschen. Well, there was this thing in England that's called turtle wax. Da gibt's in England so ein Wachs, das heißt Schildkrötenwachs. Do you have turtle wax in Austria? Gibt's turtle wax, Schildkrötenwachs hier in Österreich? Nee. Never mind. Ja, it's okay. So what happened is that on this turtle wax tub, that you'd squeeze it, you'd spray the wax on the car. Und auf dieser Flasche mit diesem Schildkrötenwachs. But on the neck of the tub there was a little digital watch that was connected to it. War so eine kleine Uhr drauf, so ein Geschenk. And if my mom would buy that turtle wax, then I'd have a new watch. Und Craig wusste, wenn die Mama diese Flasche kauft, dann ist da auch diese Uhr dabei für ihn. So I was in the petrol station saying, Mom, buy the turtle wax. I want the watch. Und ich war in der Tankstelle und habe meine Mama gebeten, bitte kauf dieses Wachs, damit ich dann diese Uhr bekomme. She said, you have a watch and I don't need the turtle wax for the car. Und sie sagte, du hast doch eine Uhr und ich brauche dieses Wachs jetzt gar nicht. And I was saying, please, I just want the watch. Und ich so, bitte, ich brauche doch nur die Uhr. I'm tugging on her clothes, maybe Dad needs the turtle wax. Und ich hab an ihren Kleidern gezogen und habe gesagt, vielleicht braucht der Papa das Wachs. She said, Dad has wax for the car already. Und die Mutter hat gesagt, Papa hat doch dieses Wachs. Maybe he'll need it when he runs out of that wax. Und vielleicht braucht er später mal. Why can't I have the watch? Why can't I have the watch? She said, stop it. Und sie hat gesagt, hör jetzt auf. She said, if you don't stop, then something is going to happen to you. Und wenn du jetzt nicht aufhörst, dann wird etwas passieren. But I wanted the watch. Aber ich wollte doch diese Uhr. She told me to stop again, very seriously, and I knew. Sie hat mir noch einmal ganz klar gesagt, dass ich jetzt aufhören muss. If I carried on, my probation would have finished. Und ich wusste genau, dass meine Zeit enden würde, wenn ich jetzt weitermachen würde. So I stayed quiet. Also bin ich ruhig geworden. She dragged me out the shop and we walked back home. Und wir sind nach Hause gegangen. And in my mind I said. Und in meinem Gedanken habe ich gesagt. I'm running away from home. Ich werde von zu Hause fortlaufen. She won't let me have the watch. I'm running away. Wenn sie mir diese Uhr nicht kauft, dann werde ich von zu Hause weglaufen. 7 years old. 7 Jahre alt. Small, strapping man. Ein kleiner junger Bursche. I walked up to the bedroom. Ich bin in mein Kinderzimmer gegangen. And I got the little backpack that I have when I'm going to school. Und ich habe den kleinen Rucksack genommen, den ich für die Schule hatte. And I put in the pack one packet of crisps. Und ich habe so ein Paket Kekse reingegeben. One box of Ribena. Auf what? Oh, no. Ribena. Ja, irgendwas zum Essen. Blackcurrant juice. Okay, noch was zu trinken. You don't have Ribena. Kennt der Ribena nicht? I don't know. Wow, you don't have turtle wax, you don't have Ribena. Ihr habt also kein Schildkrötenwachs und auch kein Ribena. So I put it in my bag. Ich habe es also in meine Tasche gegeben. And I was determined I'm going to live forever with these. Und ich war mir sicher, dass ich mit dem Rucksack und mit dem, was ich eingepackt hat, jetzt für immer das Haus verlassen werde. I sneaked out the house. Ich bin rausgegangen, ganz leise. And I ran away. Und ich bin fortgelaufen. I ran so far, all I did was walking circles around the house. Ich bin einfach mehrere Runden rund ums Haus gegangen. So I'd walk all the way behind the back and down the road. Ganz nach hinten die Straße runter und wieder zurück. Then I'd turn right and walk down the alleyway. Und den anderen Weg weiter. Then I'd turn right and walk back up the road. Nochmal rechts, immer wieder rechts. Walk past the house and then I'd turn right again. Wieder am Haus vorbei und nochmal rechts. And I was doing this for ages. Und ich habe das immer wieder gemacht. Until I walked past the back of the house and I saw the fence open. Und dann bin ich noch einmal zu Hause vorbeigegangen und habe ich gesehen, dass das Gartentor offen war. I saw my mom. Und ich habe meine Mama gesehen. She came running out at me. Und sie ist rausgelaufen. She dragged me back into und the house. Und sie hat mich genommen und hat mich reingezogen ins Haus. What do you think you're doing? Und sie hat gesagt, was glaubst du eigentlich, was said, du da tust? I'm running away from home. Und ich habe gesagt, ich laufe jetzt fort. She said, why? Warum? I said, you won't let me have the watch. Wegen der Uhr. She said, get upstairs, get to your bed and watch. Your father will be home soon. Und sie hat gesagt, geh in dein Zimmer, geh in dein Bett, dein Papa kommt bald nach Hause. I had to make the decision. Ich musste eine Entscheidung treffen. To stay at home. Ich musste die Entscheidung treffen, zu Hause zu bleiben. Or to stay at home. Oder zu Hause zu bleiben. Ich musste mich entscheiden zwischen diesen beiden. And there comes a point in all of our lives when we have to make the decision. Und wir alle kommen zu so einem Punkt in unserem Leben, wo wir Entscheidungen treffen müssen. When we realize that there's nowhere else really to go. Und da, wo wir verstehen, es gibt eigentlich nicht wirklich einen Ausweg. And what we see with this story with the prodigal son. Und was wir hier in der Geschichte vom verlorenen Sohn sehen, is that at the beginning. Ist, dass er ganz am Anfang. He says to his father, "I want my share of the inheritance."
dass er sagt, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. And the father gave it to him. Und der Vater gibt es ihm. Father gave him. Der Vater hat es ihm gegeben. He said, take it. Und er hat gesagt, nimm's. To him, you can imagine what was taking place in the father's heart. Könnt ihr euch vorstellen, was im Herz des Vaters passiert ist? What would happen if you told your parents that they are dead to you and you want what you will receive when they are dead? Stellt euch vor, ihr würdet euren Eltern sagen, ihr seid jetzt tot für mich und ich möchte das haben, was mir zusteht, wenn ihr tot seid. I believe in this parable that Jesus was trying to get across to the disciples that this request would break the father's heart. Und ich bin mir sicher, dass Jesus in diesem Gleichnis den Jüngern verständlich machen wollte, dass das das Herz des Vaters bricht. A Christian missionary that lived in the Middle East for many years. Ein christlicher Missionar, der im Mittleren Osten gelebt hat, viele Jahre lang, found out that this parable was well known amongst the Muslim tribes. Hat herausgefunden, dass die Muslimen dieses Gleichnis kennen. And when he had asked some of them, the leaders of the tribes or the fathers in those tribes, how do you view this parable? Und er hat die Ältesten gefragt, die Männer, die Vorsteher, wie versteht ihr dieses Gleichnis? He'd asked them, what would you do if your son, would this ever happen, would a son ever come to the father asking for the inheritance? Was würdet ihr mit euren Söhnen machen, wenn eure Söhne das euch antun würden? And they said that would never happen. Und sie haben gesagt, das würde niemals passieren. Death most likely would be the outcome. Denn der Tod wäre wahrscheinlich die Folge. Der Tod they are dishonoring the tribe. Denn es wäre eine Unehre für den ganzen Stamm. They are saying that they do not want the authority of the elders over them. Und es würde heißen, dass sie they saying the young ones. Yeah, the young das würde heißen, dass die Jungen sagen, ich möchte keine Autorität über mir. The parable ultimately shows how selfish the young son was. Und dieses Gleichnis zeigt uns, wie egoistisch eigentlich dieser verlorene Sohn war. And just like that young son, I wanted that freedom too. Und so wie dieser junge Bursche, wie dieser verlorene Sohn, wollte auch ich diese Freiheit. Just like the son, maybe you wanted the freedom too. Und so geht's vielleicht auch euch, dass ihr so eine Freiheit wollt wie dieser verlorene Sohn. As I grew up, I didn't give my life to God at a very early age. Als ich aufgewachsen bin, habe ich mich nicht sehr früh bekehrt. I was baptized, well, I was born in the church. Ich wurde als Gemeindekind geboren. I received my blessing as a baby in the church. Ich habe meinen Segen bekommen als kleines Baby. But I left the church when I was very young. Aber ich habe die Gemeinde sehr früh verlassen. Did not come back until the year 2000. Und bin bis zum Jahr 2000 nicht zurückgekommen in die Between Gemeinde. Between the ages of 13 to 19. Von 13 bis 19. I was enjoying life. Habe ich das Leben in der Fülle genossen. The ways of the streets. So wie man es auf der Straße findet. A career without God involved. Eine Karriere ohne Gott. The clubbing, the drinking, the smoking. Das Fortgehen, das Rauchen, das Trinken. The freedom. Die Freiheit. And the world teaches you that you should be able to enjoy yourself. Und die Welt lehrt uns, dass wir uns selbst genügen sollen. Study for yourself. Für uns selbst studieren sollen. Love yourself. Uns selbst lieben sollen. Trust in yourself. Und auf uns selber vertrauen sollen. But Christ says you need to deny self. Aber Christus sagt, wir müssen uns selbst verleugnen. And this is what the youngest son hated. Und das war es, was der Sohn, der verlorene Sohn, gehasst hat. He hated the fact that if he wanted to stay at home, he would have to deny himself. Er hasste diesen Fakt der Selbstverleugnung, wenn er zu Hause bleiben wollte. And the Bible teaches in Proverbs 16, verse 25, that there's a way that seems right unto a man. In Sprüche 16, 25 steht, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig. But the ends lead to death. Aber das Ende führt zu seinem Tod. Eternal separation from God. Die ewige Trennung von Gott. And we want the enjoyment. Und wir wollen doch das Vergnügen. We want the freedom. Wir wollen die Freiheit. We want to escape from those times when God will tell you, you need to stop doing this thing. Wir wollen es oft nicht, dass Gott uns sagt, hör auf mit dem. And we so often fight against it. Und wir kämpfen dagegen an. And what we understand is that our present pleasures. Und wir verstehen oft nicht, dass diese momentanen Vergnügungen, those present enjoyments, diese momentanen Vergnügungen, are blind to future disaster, uns blind machen für die Katastrophe in der Zukunft. To every decision that you make, there are consequences around the corner. Denn für jede Entscheidung, die wir treffen, gibt es eine Konsequenz, die um die Ecke lauert. Every single decision. Jede einzelne
Entscheidung, die wir treffen. The consequence will either cause God to be glorified. Die Konsequenz ist entweder, dass sie Gott die Ehre gibt, or for self to be exalted. Oder dass wir uns selbst erhöhen. In both instances, there's an ultimate outcome. Bei beiden gibt es einen kommt etwas heraus dabei. With God, you have eternal life. Mit Gott haben wir ewiges Leben. With self, mit uns selbst, death, Tod. For we seem to desire to search for a new life, a life without God. Und doch suchen wir immer wieder nach dem Leben ohne Gott. And God's pleased that you come back to Him and call to Him. Und Gott wünscht sich, dass wir zu ihm zurückkommen und ihn anrufen. On the 10th of April 1912. Am 10. April 1912. 2,225 people boarded the boat. Am 2,225 Menschen sind in das Boot gestiegen. The boat that was called the Titanic. In das Boot, das den Namen Titanic trug. All of them desiring a new life. Und alle haben sich nach diesem neuen Leben gesehnt. 4 days on into their journey. Sie waren 4 Tage schon unterwegs. At the crossing about 375 miles south. Nach 375 Meilen südlich. South of a place called Newfoundland. Südlich von Neufundland. In the North Atlantic Ocean. Im Nordatlantischen Ozean. These thousands of people who were looking for a new life. Waren diese tausenden Menschen, die sich nach einem neuen Leben gesehnt haben. Realized at 11:40 p.m. in the evening. Haben um 11:40 in der Nacht. That new life may never appear. Verstanden, dass sie dieses neue Leben wahrscheinlich nie erreichen werden. Many of them desiring to go to New York. Viele von ihnen wollten nach New York gehen. Had their life ended when the Titanic hit the iceberg. Aber ihr Leben endete in dem Moment, wo die Titanic den Eisberg gerammt hat. More than 1,500 of those passengers lost their lives that night. Mehr als 1,500 Menschen haben ihr Leben verloren in dieser Nacht. The crew also. Auch Leute, die dort gearbeitet haben. Making it one of the most deadliest commercial maritime disasters in modern history. Es war das schlimmste Schiffsunglück für den Transport von Menschen. What's interesting is that it said on some places that there was one of the crewmen made a statement as people were boarding the ship. Und einer der Mitarbeiter von dieser Titanic hat gesagt, als die Leute auf das Schiff gingen. A Mrs. Albert Caldwell recorded and said that the crewman said to the people. Und eine Frau, die da selber auf das Schiff ging, die Mrs. Albert Caldwell, hat gesagt, was dieser Mitarbeiter sagte. Said that the crewman said that not even God himself could sink the ship. Dass dieser Mitarbeiter ihm sagte, nicht einmal Gott könnte dieses Schiff zum Sinken bringen. And sometimes our lives that we're living. Und manchmal sind unsere Leben, die wir leben, you may feel that not even God can stop you. So als würden wir uns fühlen, dass nicht einmal Gott uns vor dem stoppen könnte, was wir tun. But believe me. Aber glaub mir. There is an iceberg of death waiting for you if you continue down the road. Es gibt diesen Eisberg der Zerstörung für uns vor uns, wenn wir diese Straße weiter hinuntergehen. And it will hit your boat of enjoyment at a time when you don't expect it to happen. Und das Boot wird in diesen Eisberg hineinfahren, wenn man es nicht vermutet. The pleasures of life blind you to the truth of God. Die Freuden des Lebens blenden uns vor der Wahrheit Gottes. Dangers are lurking around the corner waiting to kill you. Die Gefahr lauert um die Ecke, die uns töten möchte, die uns zerstören möchte. These people thought that they were safe on the boat. Diese Leute dachten, sie sind sicher in diesem Boot. We feel that we are safe when we're living our lives of pleasure. Und wir haben auch das Gefühl, wir leben unser Leben, wir sind sicher, wenn wir das Leben des Vergnügens leben. The prodigal son thought that he was okay when he asked for all of the father's living. Auch der verlorene Sohn dachte, das ist okay, wenn er all das fragt, was der Vater ihm geben soll. But he ran full circle and came to the realization he needs to come back to God. Aber er ist eine ganze Runde unterwegs gewesen und hat dann realisiert, dass er zurück zu Gott muss. You see, even the sinner is recognized as forgetting God when they're doing their own pleasures. Denn selbst die Sünder vergessen Gott, wenn sie sich nur auf ihr eigenes Leben konzentrieren. Turn with me to the book of Romans, chapter 1, verse 28. Ich möchte euch einladen, mit mir Römer Kapitel 1, Vers 28 aufzuschlagen. Romans 1, verse 28. Römer 1, 28. And it reads here, and since they did not see fit to acknowledge God. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten,
God gave them over to a debased mind to do those things which are not proper. Hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdiger Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. The deeper you fall into sin, je tiefer man in die Sünde hineinfällt, the deeper you continue walking away from God, umso weiter man sich von Gott entfernt, you will find the darker will be the things you will do. Umso schlechter und dunkler werden die Dinge, die man tut. And that darkness will lead you to death. Und diese Dunkelheit führt uns in den Tod. However, we serve a God who still allows His sun and His rain to fall on the good and the bad. Aber wir dienen einem Gott, der regnen lässt über gute, gerechte und ungerechte. And many of us want to taste God's goodness, but we're not willing to receive His nutrients. Und viele von uns möchten die Güte Gottes schmecken, aber wir verweigern seine Nahrung. You want to eat the food of God and then spit it out after you've enjoyed the taste, but you don't want to receive the goodness that God's food will do for you. Wir möchten also manche der Benefits, manches von dem, was Gott für uns gibt, aufnehmen in uns und den Rest wieder ausspucken, weil wir das Ganze verweigern, was Gott uns anbietet. It's like in England right now, there's an atheist church. In England gibt es zum Beispiel eine atheistische Kirche. Some of your faces are like, huh? Und ihr fragt euch vielleicht, hä? An atheist church. Eine atheistische Kirche? In fact, this movement's growing all over the world. Und das gibt's jetzt schon auf der ganzen Gemeinde, auf der ganzen Welt. A group of atheists who will meet on Sunday mornings. Eine Gruppe von Atheisten, die sich am Sonntagmorgen treffen. They will have church services. Sie haben dort auch einen Gottesdienst. Where they have comedy people coming and making jokes and they sing all of these songs. Und die Leute kommen rein und machen Witze und singen Lieder. And when one of the leaders were interviewed, und man hat einen dieser Gemeindeleiter dort interviewt, they said, we want God's church, but we don't want God. Haben sie gesagt, wir möchten Gottes Kirche oder Gemeinde, aber wir wollen Gott nicht. We want to enjoy the fellowship and the gathering. Wir wollen die Gemeinschaft und das schöne Miteinander. The great time we can have together. Die wunderbare Zeit zusammen. We just don't want God. Aber wir brauchen Gott nicht dabei. And I thought, how interesting. Und ich dachte mir, das ist interessant. You openly acknowledge that the way that God set His church up is true. Ihr bekennt also, dass so wie Gott diese Gemeinde geformt und gegründet hat, dass das gut ist und richtig ist. You enjoy the fellowship and the gathering. Ihr liebt die gemeinsame Zeit. You just don't want the man who ordained it. Aber ihr möchtet den ausgrenzen, der das eigentlich geschaffen hat. And that's why I say it's like going out for a meal. Und das ist so, wie wenn man essen gehen würde. Ordering a beautiful plate of food. Und ein wunderschönes Essen sich bestellt. Putting the food into your mouth. Und man isst. Chewing it. Und man kaut. Enjoying the taste. Und man freut sich über den Geschmack. And then spitting it out. Und man spuckt es wieder aus. It makes no sense. Es macht überhaupt keinen Sinn. You want the goodness of God, but you don't want the nutrients. Wir wollen das Schöne, das Gott gibt, aber wir wollen nicht alles, was er anbietet. And that's how many of us have been living our lives. Und so leben viele von uns ihr Leben. We've enjoyed the goodness that He will give us. Wir lieben es, wenn es uns gut geht. But you don't want to be obedient to Him. Aber wir wollen ihm nicht gehorsam sein. You've struggled in this life of sin. Wir haben Schwierigkeiten in diesem Leben der Sünde. And God needs to make you be realize that your sins will trap you. Aber wir müssen verstehen, dass wir in unseren Sünden gefangen sind. But He can make you free. Aber er kann uns davon befreien. How many of you want that freedom daily? Wer möchte diese Freiheit von euch haben? Amen. You see, as the son had asked for his living, der Sohn hat also gebeten um seinen Erbteil. I want you to read with me Luke chapter 15. Ich möchte mit euch Lukas Kapitel 15 lesen. Luke 15 verse 14 to 16. Und dort die Verse 14 bis 16. And what we read there is in verse 14. Und in Vers 14 lesen wir: When he had spent everything, there came a severe famine in that country, and he began to be in want. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. So he went and hired himself to a citizen of the country, who sent him into the fields to feed swine. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. He would gladly have filled his stomach with the husks that the swine were eating, but no one gave him any. Und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm.
How strange. Was für eine schlimme Situation. He's now more envious of the food the pigs have. Jetzt ist er schon neidig auf das Essen der Schweine. And desiring to go back home. Und er hat diesen Wunsch, nach Hause zu gehen. The difference between the pig and the son. Der Unterschied zwischen dem Schwein und dem verlorenen Sohn ist, is that the pig would never call out to a father to receive him home. Dass die Schweine niemals rufen würden nach dem Vater. The son eventually made a decision to Aber make a call back to his father. Der Sohn traf diese Entscheidung, zurück zu seinem Vater zu gehen. The reason why this is because the pig is a pig and the son is a son. Und der Grund ist, der Unterschied liegt darin, dass das Schwein einfach ein Schwein ist und der Sohn ein Sohn. And if you are a son, und wenn du ein Sohn bist, if you are a daughter, oder eine Tochter, the father is always willing to receive you home. Dann wartet der Vater auf dich mit offenen Armen. Amen. Amen. Always willing to receive you home. Er ist immer bereit, dich aufzunehmen zu Hause. When he had spent everything, he had no more friends. Als er alles ausgegeben hatte, hatte er keine Freunde mehr. All of his friends were gone. Alle seine Freunde haben ihn verlassen. You would find that if you had money and a good career, you may have some friends around you. Ihr werdet das vielleicht merken, wenn ihr viel Geld habt, dann sind auch die Freunde gerne da. People who would enjoy your presence and your Die Leute freuen sich, wenn man da ist und miteinander mit ihnen ist. But when you become poor, suddenly nobody's your friend. Aber manchmal ist es so, wenn man dann arm wird, dann wollen diese Leute nicht mehr deine Freunde sein. In the world at least. Zumindest in der Welt. I know this for myself. Ich habe das selber erlebt. I had friends that were with me before I came to Christ. Ich hatte Freunde, die mit mir waren, bevor ich Jesus angenommen habe. When I accepted Christ, many of them left me. Aber als ich mich bekehrt habe und Jesus angenommen habe, haben mich viele dieser Freunde verlassen. Probably a good thing. Und das war wahrscheinlich auch gut so. A few years ago. Vor einigen Jahren. There was a young man in my house. War ein junger Mann in einem Haus. My wife and I were talking with him and his girlfriend. Und meine Frau und ich haben mit ihm und seiner Freundin gesprochen. And we were talking the subject of God just cropped up. Und plötzlich kam dieses Thema Gott auf. Now this person was born in a Christian home, but he decided to leave God and do his own thing. Dieser junge Mann ist in einem christlichen Haus aufgewachsen und hat sich aber entschieden, sich von Gott zu entfernen. And we sat down. Und wir haben uns hingesetzt. The conversation of God comes up and und wir haben über Gott gesprochen. He gets angry. Und er ist zornig geworden. He starts saying, "Well, how do you know that God is true? How can you prove that God really exists?" Und er hat gesagt, woher kannst du beweisen, dass Gott wirklich ist? Woher weißt du, dass das, was Gott sagt, wahr ist? He just simply said things like, "Well, if God can change me, then that shows God exists." Und ich habe einfach gesagt, hey, Gott hat mich verändert und das zeigt mir, dass Gott real ist. He said, "Can I go to the toilet?" Und er hat gesagt, kann ich bitte aufs Klo gehen? He said, "Sure, you don't need to ask, you know where it Natürlich, is." Geh doch einfach, du weißt doch, was ist. He went away for 2 hours. Und er war 2 Stunden, ist er nicht mehr zurückgekommen. Now, which of you know a man that would spend 2 hours in a toilet? Wer von euch kennt einen Mann, der 2 Stunden am Klo verbringt? 2 hours. 2 Stunden. We were talking and the time was just flowing by and I said, "Hold on, where is he?" Wir haben geredet und dann haben wir gemerkt, wo ist er eigentlich? I woke up and he didn't even go to the toilet. Und er ist nicht mal aufs Klo gegangen. I walk into a room and this guy has just sat down on the bed. Und ich gehe an meinem Schlafzimmer vorbei und sehe ihn da auf einem Bett sitzen. And all you can see is his head just bouncing. Und sein Kopf war einfach so geneigt. Tears dropping from his face. Und die Tränen sind über sein Gesicht geronnen. I sat down by him and I said, "What's wrong?" Und ich habe mich neben ihm hingesetzt und gefragt, was ist los? It took him a further 30 minutes to say anything. Und es hat nochmal 30 Minuten gedauert, bis er etwas sagen konnte. Used up nearly a whole toilet roll drying his eyes. Wir haben fast eine ganze Klorolle gebraucht, um seine Augen zu trocknen. The first words he said. Und das erste, was er gesagt hat. "I've done too much." Ich habe zu viel getan. I had to put my arms around him. I said, "What do you mean?" Und ich habe meinen Arm um ihn gelegt und habe gesagt, was meinst du? For the next 30 minutes, all he could say was, "I've done too much." Und er hat 30 Minuten lang gesagt, ich bin zu weit gegangen. I had to encourage him and let him know that no matter how much you've done, God died for you. Ich habe ihn ermutigt und habe gesagt, ganz egal wie weit du gegangen bist, Jesus ist für dich gestorben. You can still come back to him. Du kannst immer noch zu ihm zurückkommen. He said, "I've done too much, though." Und er hat gesagt, nein, es ist zu weit. Ich bin zu weit gegangen. Ich bin zu weit gegangen. A few weeks after that, he said, "I need you to come to my home." Ein paar Wochen später hat er gesagt, bitte komm zu mir nach Hause. So I came to the home. Also bin ich gegangen. He said, "I want to show you my life." Und dann hat er gesagt, ich möchte dir mein Leben zeigen. So he showed me his life. Und er hat mir sein Leben gezeigt. Some of the things he was getting involved in. Dinge, in denen er involviert war. Pulled them all out before me, and he said, "This is me."
Und er hat das alles vor mich aufgelegt und hat gesagt, das bin ich. So I looked at him and I said, well, let's get rid of it. Throw it all away. Okay, schmeiß sie weg. He looked at me and he went, what? Und er sagt, ich habe gesagt, schmeiß sie weg. Und er hat gesagt, was? I said, listen, if this is your life, you can begin a new one. Just throw everything away. Und ich habe gesagt, wenn das dein altes Leben ist, dann kannst du ein neues anfangen und schmeiß es einfach weg. He starts crying again. Und er fängt wieder zu weinen an. He said, my friends would tell me, this is good. Und er hat gesagt, meine Freunde sagen, dass das gut ist. My friends would tell me to keep doing this. Und meine Freunde sagen, mach weiter mit dem, was du gemacht hast. I said, well, there needs to be more than what your friends of the world are offering you. Und ich habe ihm gesagt, es gibt mehr als deine Freunde dir in dieser Welt anbieten. Why don't you give up all of this and have a new life? Warum gibst du das nicht alles auf? Months later he did. Einige Monate später hat er es aufgegeben. Now he's making his way to God. Und er ist unterwegs mit Gott. But he had to go through the full circles of life to realize he needed to call back to God. Aber es hat eine ganze Zeit lang gedauert und er hat einen großen Bogen gemacht, bis er wieder Gott kennengelernt und gefunden hat. And God, through his power, will make you realize where you truly are. Aber Gott kann in seiner Macht und Kraft dir offenbaren, wo du dich gerade befindest. Situations will come into your life where you will not be able to deny him. Es wird Situationen geben, wo du ihn nicht verleugnen kannst. Satan's deceptive power will be broken. Denn die Macht des Teufels wird gebrochen werden. And I know this because God changed me. Und ich weiß das, weil Gott mich verändert hat. From being one of the most filthy spoken. Ich habe sehr schlimme Worte gesprochen. Aggressive people. Ich war aggressiv. To make me stop enjoying the wickedness of the world, to actually enjoy the things of God. Und er hat mir geholfen dabei, in dieser Veränderung von dem Moment, wo ich die Welt geliebt habe, zu dem, was Gott gibt, mir zu lieben. He helped me to start hating sin and loving righteousness. Er hat mir geholfen, die Sünde zu hassen und die Gerechtigkeit zu lieben. And there is true power in this gospel. Und da ist Kraft in seinem Wort. I've seen words of this book break big, strong, solid, disobedient men down. Und ich habe gesehen, wie die Kraft dieses Wortes große, starke, kräftige Männer zerbrochen hat. Because these words are the words of life. Weil die Worte da drinnen die Worte des Lebens sind. And we read today that the truth und wir haben heute gelesen, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Amen. Amen. I ran a full circle myself. Es hat für mich selber einen ganzen großen Kreis gedauert, einen großen Lebenskreis, den ich gelaufen bin. The struggles that I got involved in, God broke them. Gott hat mir geholfen, da herauszukommen aus dem, wo ich involviert war. And I can sympathize with many of you in here about many of the things that you've gone through. Und ich verstehe viele von den Dingen, durch die ihr gerade geht. We talked today in the old chapel and in here about pornography and everything else. Wir haben in der Kapelle drüber und hier auch über Pornografie gesprochen heute Nachmittag. I know what the struggle is like. Ich weiß, was es heißt, da diesen Kampf zu kämpfen. And if God can clean my heart and allow me to call to him. Aber wenn Gott mein Herz reinigen kann und mir es erlaubt, ihn anzurufen. He can clean your heart too, so you can call to him. Dann kann er auch dein Herz reinigen und du kannst auch ihn anrufen. But what happens is sometimes when we realize how bad we were, we think that when we come back to God, he will treat us as we deserve. Aber manchmal haben wir das Gefühl, dass Gott uns so behandeln wird, wie wir es verdienen, wenn wir zu ihm zurückkommen. When we come back to ourselves, we see we need to come to him. Wenn wir zu unserem klaren Sinn kommen, dann verstehen wir, dass wir uns zu ihm zuwenden müssen. And look what the prodigal son says in verse 17. Aber schaut, was der verlorene Sohn in Vers 17. He said, when he came to himself, in Vers 17 sagt, und da sagt er kam aber zu sich selbst. How many of my father's hired servants have an abundance of bread, and here I am perishing with hunger? Und er sprach, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel
und vor dir. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. So the son desired to just go back and receive what he thought he should only deserve. Der Sohn hat also verstanden, dass er eigentlich nur das kriegen wird, sollte, was ihm zusteht. So he said, let me go back and just be called a servant, just a hired servant. You don't need to call me son anymore. Und er hat gesagt, na, ich muss gar nicht dein Sohn mehr sein, ich möchte doch nur ein Tagelöhner sein zu Hause. But once you are a son and daughter of God, you are a son and daughter of God forever. Aber wenn du mal Sohn oder Tochter Gottes bist, dann bist du Sohn oder Tochter Gottes für immer. God will forgive you and he will forgive you abundantly. Denn Gott möchte dir vergeben und er vergibt dir immer und immer wieder. He blots out all of your sinful past and makes it as if you had never done anything wrong. Und er löscht diese Sünde aus, er wäscht sie rein. And you can be forgiven and totally forgiven indeed. Und dir kann wirklich vergeben werden. So that you can call unto him. Damit du ihn anrufen kannst. And say, Lord, here I am, just take me. Und ihm sagen kannst, Herr, hier bin ich, bitte I don't nimm even mich. Deserve to be called a son, but just take me. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden, aber bitte Forgive nimm mich. Me. Vergib mir. Help me. Hilf mir. If David can kill one of his best soldiers, wenn David einer seiner besten Soldaten töten kann, because of committing adultery, weil er Ehebruch begangen hat, and can still be forgiven, und ihm immer noch vergeben wurde, I can be forgiven too. Dann kann jedem von uns auch vergeben werden. If Adam and Eve can be forgiven for causing this whole sinful race to come about, wenn Adam und Eva vergeben werden kann für all das, was sie im Paradies getan haben, I can be forgiven too. Dann kann auch uns vergeben werden. If all of those people who broke God's laws through the Bible and throughout the New Testament and everywhere else we read can be forgiven. Wenn all jene, wo wir sehen, wo die Sünden der Menschen aufgezeigt werden in der Bibel, wenn denen vergeben wird, I can be forgiven too. Dann kann auch mir vergeben werden. You can be forgiven too. Und dir vergeben werden. We und uns vergeben werden. Can wir können be forgiven. Uns kann vergeben werden. So we can call to him. Und wir können ihn anrufen. I learned that when I'm with God, ich habe herausgefunden, wenn ich mit Gott bin, I'm always in the majority. Dann bin ich immer in der Überzahl. So no matter how many of my friends fall away, ganz egal, wie viele Freunde wegbrechen in meinem Leben, I understand that I'm in the majority with him. Ich verstehe, dass ich in der Überzahl mit ihm bin. Sometimes when we're running full circle, you will see some of the things you did in the past. Manchmal, wenn wir so zu Gott kommen, dann sehen wir, was wir in der Vergangenheit getan haben. But God says, I wipe them away. Aber Gott sagt, ich möchte sie auslöschen. I remember one of the days it was snowing and I decided to go for a run. Ich erinnere mich an einen Tag, wo ich im Schnee gelaufen bin. And as I was running, I could feel the crunching sound of the snow under my feet. Und ich habe den krachenden das Schneegeräusch gehört. I couldn't run too fast, so I just ran around the circle. Ich bin also in kleinen Runden gelaufen. Near the house, I was used to just running around circles. Nicht zu weit vom Haus, ich habe mich schon dran gewöhnt als kleiner Junge. And I remember running around and und ich kann mich erinnern, wie ich da gelaufen bin. As I made the second time to go around again, und wie ich das zweite Mal diese Runde beginnen wollte, I saw the old footsteps, habe ich diese alten Fußspuren gesehen. And I stopped for a moment and looked at them. Und ich bin kurz stehen geblieben und habe sie mir angeschaut. And I said, this is just like my old life. Und es sieht so aus, und ich habe gedacht, das sieht aus wie mein altes Leben. When you go full circle, you go past some of your old times again. Wenn du also so eine ganze Runde gehst, dann kommst du irgendwann da wieder vorbei, wo du siehst, wie alles angefangen hat. The difference is that the steps I had now were different ones to those. Der Unterschied ist nur, dass ich jetzt andere Spuren mache, eine neue Spur. The old ones were being covered up with new snow. Denn die alten waren schon vom neuen Schnee wieder bedeckt. And God says that he will wipe away your past. Und Gott sagt, dass er unsere Vergangenheit auslöschen wird. So you can walk in a new way with him. Dass wir diesen neuen Weg mit ihm gehen können. We just need to believe it. Wir müssen es nur glauben. We need to trust in it. Wir müssen ihm vertrauen. We need to live it. Wir müssen es auch leben. You see, the son, when he came back to his mind, made his way back home. Der Sohn, also als er wieder zu Sinnen gekommen ist, ist also nach Hause gegangen. And we read in verse 20, und wir lesen in Vers 20, it says, so he arose and came to his father. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. But while he was yet far away, als er aber noch fern war, his father saw him and was moved with compassion and ran and embraced
his neck and kissed him. Sah seinen Vater und hatte Erbarmen und lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. But the father said to his servants, bring out the best robe. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her. Put it upon him. Zieht es ihm an. And put a ring on his hand and shoes on his feet. Einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Bring here the fatted calf and kill it and let us eat and be merry. Bring das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. For this son of mine was dead and is alive again. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. He was lost. Er war verloren. And is found. Und ist wieder gefunden. So they began to be merry. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. I read in the Bible that when a sinner repents, there's joy in heaven. Ich lese also in dem Wort Gottes, wenn sich ein Sünder bekehrt, dann ist Freude im Himmel. There's joy over one sinner who repents. Freude über jeden einzelnen Sünder, der sich bekehrt. This story, this parable shows that the father was always waiting for the son to come home. Dieses Gleichnis zeigt uns, dass der Vater immer auf den Sohn gewartet hat. And God is always waiting for you und to come Gott home. Und Gott wartet immer auf dich, dass du nach Hause the kommst. Son said, I don't deserve to be a son. Und der Sohn hat gesagt, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu the sein. The father said, I will give you a new robe. Aber der Vater gesagt, ich gebe dir ein neues Kleid. Put the ring on him. Ich gebe dir einen Ring. Give him back the authority that he deserves. Und ich gebe dir zurück die Autorität, die kill dir gehört. The fatted calf. Let us eat and be merry. Und er hat das gemästete Kalb geschlachtet und sie haben gemeinsam ein Fest gefeiert. Und als der Vater den Sohn gesehen hat, ist er auf ihn zugelaufen. Now in the Middle East, und im Mittleren Osten it's a shame for an elder of the village, ist es eine Schande für den Ältesten des Dorfes to be seen running. Laufen. Ist es eine Schande, wenn der Älteste des Dorfes läuft? You see, in those times for one of the elders to run, they had to lift up their robe and make their way. Denn damals musste man sein Kleid aufheben, um zu laufen. The reason why they say in this parable that Jesus maybe said that the father ran, warum Jesus gesagt hat, dass der Vater gelaufen ist, ist was to embarrass himself so that all of the attention that would have been put on his son, where the villagers may have killed the son, dass der Vater die ganze Aufmerksamkeit bekommt und nicht der Sohn, der sich eigentlich schämt für das, was er getan hat. The father embarrasses himself, runs across the village, has all the attention on himself. Und der Vater hat die Schande auf sich genommen und ist gelaufen. Grabs hold of the son. Und nimmt den Sohn und umarmt ihn, küsst ihn. And shows the whole village that I have received him back to me. Und zeigt dem ganzen Dorf, ich habe ihn wieder willkommen geheißen zu Hause. Put the ring back on his finger, kill the fatted calf. Hat ihm einen Ring auf dem Finger gegeben und hat das gemästete Kalb geschlachtet. The calf would have been mentioned because when they kill a calf in a village and invite the whole village together. Sie haben das Kalb deswegen erwähnt in der Bibel, weil wenn ein Kalb geschlachtet wird, dann wird das ganze Dorf eingeladen. It's called a covenant meal. Es ist so ein Mal zusammen, gemeinsam. It means that everything that was being done is forgiven. Es heißt, dass alles zugedeckt wird, dass alles vergeben ist, was getan war. When we eat together, we eat in agreement. Wenn wir zusammen essen, dann essen wir, weil wir einander zustimmen. So when he said, this son of mine that was lost and is now found. Als er also gesagt hat, dieser Sohn, der verloren war und gefunden ist, the son who was dead and lost is der Sohn, here, der tot war und wieder lebendig ist, weil er da ist, every one of those members of the village that would eat with the son, und jeder, der mit dem Sohn gegessen hat, would be saying, I acknowledge that you are now home. Hat zugestimmt und gesagt, ja, ich akzeptiere, du bist jetzt zu Hause, du bist wieder da. And many of us need to come back to church. Und viele von uns müssen in die Gemeinde zurückkommen. Many of us need to come back home. Viele von euch müssen zurück nach Hause kommen. And not just be in church doing stuff, und making it look good on the outside. Hier in der Gemeinde sitzend, gut aussehend außen. But come back because God is on the inside aber too. Zurückkommen, weil Gott in uns ist. And God says that there's joy in heaven over one sinner that repents. Und Gott sagt, es ist Freude im Himmel über jeden Einzelnen, der sich bekehrt. And there should be joy in the church when we all come back together again. Und es sollte Freude in der Gemeinde sein, wenn Leute zurückkommen. So we can all call on the Lord. Dass wir alle den Herrn gemeinsam anrufen. And what I read in Romans chapter 8 verse 35 and 39. Und was ich in Römer 8 Vers 38 und 39 lese, ist das folgende. Is that once you come to Christ, nothing can separate you from his love. Wenn du zu Christus zurückkommst, dann kann dich nichts von seiner Liebe scheiden. Nothing can separate you from his love. Nichts kann uns von der Liebe Christi scheiden. Not even death. Nicht einmal der Tod. The only thing that can separate you from God himself, das einzige, was uns von Gott trennen kann, is you. Bist du selber. Is you. Du selbst.
Will you come back to him? Bist du bereit, zu ihm zurückzukommen? Will you call to God out of a clean heart? Möchtest du dieses reine Herzen? Rufst du ihm nach diesem reinen Herzen? Some of you here today may have repented about some of the things that you have been doing, this life you've been running. Manche von euch haben bereut, was sie getan haben, das Leben, das sie gelebt haben bis jetzt. But now you need to see you've come full circle and you need to come back to God totally. Aber ihr müsst Gott ganz euer Herz übergeben und ganz zu Jesus zurückkommen. We all need to call out to God. Wir alle müssen Gott anrufen. And there's a fight that takes place over your soul. Und da ist ein Kampf, der stattfindet. But you need to make the decision. Aber wir können eine Entscheidung treffen. Which way will you go? Welche Entscheidung triffst du? Welchen Weg nimmst du? The story was told many years ago of a young boy who wanted to go swimming in South Florida. At the back of his house there was a small river. Eine Geschichte wird erzählt von einem kleinen Jungen, der in Florida schwimmen gehen wollte, und hinter seinem Haus gab es so einen Fluss. His mother was in the kitchen cooking. Und seine Mutter hat in der Küche gekocht. And the young boy just runs outside the house and begins taking off his socks and Und der kleine shorts. Bursche rennt raus aus dem Haus und zieht die Socken aus. Takes off his T-shirt. Zieht sein T-Shirt aus. On that hot summer's day, he wanted to jump into the cool pool. Und wollte einfach in den Pool hineinspringen. He dives in there. Springt rein. Begins swimming. Und beginnt zu schwimmen. His mother, looking out the window, realized that there was not only his son in the river. Und seine Mutter schaut beim Fenster raus und sieht, da ist nicht nur der kleine Bursche in diesem Fluss, sondern auch ein Alligator ist in den Fluss hineingekommen. She runs outside, und sie rennt raus, screaming out to her und son, sie ruft Alligator. Ihren Sohn, ein Alligator. And as you could see that moving tail, und man hat den Schwanz gesehen, wie er sich im Wasser bewegt hat, suddenly disappearing as it would have gone underneath. Und plötzlich war er nicht mehr da, der Schwanz, weil der Alligator untergetaucht ist. The son ist. In his enjoyment suddenly realized that my mother's calling me. Und der Sohn in seiner Freude hört die Mutter rufen. He hears her voice, Alligator. Und hört ihre Stimme, Alligator. He makes a U-turn and tries und to start swimming back. Er dreht sich um und versucht zurückzuschwimmen. And by the time she gets to the edge of the river, und in dem Moment, wo sie an den Fluss, ans Flussufer kommt, about to come out, wo gerade rauskommen will, you see those wide jaws of the alligator with those sharp teeth. Öffnet sich dieses Gebiss des Alligators mit den scharfen Zähnen. Grab hold of his legs. Und nimmt seinen Fuß. The alligator tries pulling him back. Und der Alligator versucht ihn reinzuziehen. The mother grabs a hold of him. Und die Mutter nimmt die Hand und zieht ihn in die andere Richtung. The alligator tries to start doing its death roll to rip off his legs. Und der Alligator versucht diese Rolle zu machen, diesen Fuß abzurissen. The boy is screaming. Und der Junge schreit. The teeth of the alligator in his legs. Und hat die Zähne des Alligators in seinem the Fuß. The hands of his mother on his arms. Die Hände seiner Mutter halten seine Hände. Her screaming at the same time, no. Und hört die Mutter rufen, nein. Out of her desire to get hold of him, she begins pressing her nails into his flesh. Und sie drückt ihre Fingernägel in sein Fleisch. Not willing to let go of him. Weil sie nicht loslassen möchte. And whilst the battle was nearly over and the alligator nearly pulled him away. Und wo der Alligator ihn schon fast reinziehen wollte. A farmer heard the screams and ran down. Hört ein Bauer das Schreien. With a shotgun, he sees the alligator and he shoots it. Sieht den Alligator und schießt ihn mit seiner Flinte. His jaw slowly let go. Und die Zähne she pulls lassen the aus. Son out of the pool. Und die Mutter holt den Sohn heraus. Rips all over his arms. Überall Wunden. Leg shredded. Die Füße zerstört. They take him to the hospital. Sie bringen ihn ins Spital. He's in there for several days. Für viele Tage muss im Spital bleiben. But he survived. Aber hat überlebt. The doctor came and he said, "Can I see the scars?" Und der Doktor kommt da rein und sagt, kann ich bitte die Wunden sehen? The boy lifted up the sheets and showed him the scars on his leg. Und der Junge hat die Bettdecke hochgehoben und man hat die Wunden an seinem Fuß gesehen. But with a proud look, he looked at the doctor and said, "But these scars are the scars from my mom." Und zeigt dem Vater und sagt, diese Narben sind die Narben meiner Mutter. A body ridden with scars. Ein Körper voller Narben. One were the scars of death. Einige dieser Narben waren die Narben des Todes. On his arms, the scars of life. Aber an seinem Armen die Narben des Lebens. And we read of Jesus Christ who was scarred for us.
Und wir lesen von Jesus, der Wunden für uns auf sich genommen hat. And by his stripes we are healed. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. And God is calling each and every one of us to come back to him. Und Gott ruft jeden einzelnen von uns, dass wir zu ihm zurückkommen. We may not have those voracious, those dangerous scars that young boy has on his leg. Wir haben vielleicht nicht diese schlimmen Narben, wie dieser Junge sie an seinem Fuß hatte. But there are some scars of our past. Aber es gibt Narben von unserer Vergangenheit in unserem Leben. Scars of sins that have laid themselves on our bodies and it's been hard to let go. Narben der Sünde, die wir gelebt haben. Those sins in our lives that we will always remember that took place. Sünde, die wo wir uns immer wieder daran erinnern werden, dass sie passiert ist. Marks in our history that we wish could be wiped away. Erinnerungen in an unsere Geschichte, wo wir wünschen, dass wir sie nicht hätten. But God says, I want you to look at my son Jesus Christ. Aber Gott sagt, ich möchte, dass du aufschaust zu meinem Sohn Jesus Christus. Because by his stripes, denn durch seine Striemen, you are healed. Seid ihr geheilt. Because of his stripes, you can call to me. Wegen seiner Striemen können wir ihn anrufen. And I will never leave you or forsake you. Und ich möchte dich niemals verlassen. And if you want to call out to God today, und wenn du Gott anrufen möchtest heute, I'll ask for every head to be bowed and every eye to be closed. Und ich bitte euch, dass wir unser Kopf neigen und unsere Augen schließen. And I want you to pray. Und ich möchte, dass ihr selbst betet. Each and every one of you pray whilst I make this appeal. Dass ihr für euch selber betet, während ich diesen Aufruf hier mache. For those of you who know you need to come back to God and call to him. Für all jene, die wissen, sie möchten zu Gott zurückkommen und sie müssen zu Gott zurückkommen. Out of a clean, pure heart. Um ein reines, sauberes Herz zu bekommen. I'm going to ask you to stand up. Dann lade ich euch ein, aufzustehen. You've had a bad life. Es war kein gutes Leben. There's history. Es gibt Geschichte in deinem Leben. Things that you've done. Dinge, die du getan hast. But you thank God because he's given you a new opportunity. Aber du bist Gott dankbar, weil dir eine neue Chance gibt. You can now call out to him. Wir können ihn anrufen. If that's you, I'll ask you to stand with me. Wenn du derjenige bist, der ihn anrufen möchte, dann steh bitte auf. Amen. Amen. We will call to him. Wir werden ihn anrufen. Keep your heads bowed for the rest of you who are praying for everybody who's making this decision. Alle anderen bitte ich zu beten für jene, die eine Entscheidung getroffen haben mit geneigtem Haupt und geschlossenen Augen. You just want to call to God and say, I am here. Du bist vielleicht der sagt, Herr, hier bin ich. Stand up. Dann steh doch auf. Say, I'm willing to follow you. Ich möchte dir forevermore. Ich möchte dir für immer folgen. I'm going to call you. Dann rufe ich dich auf. Daily. Täglich. Talk to you all the time. Täglich mit Gott zu reden. Just stand up. Steh auf. Those of you who are standing, I'm going to ask you again to come to the front. All jene, die stehen, lade ich ein, nach vorne zu kommen. You've got some decisions that you need to be willing to make when you go home. Ihr habt Entscheidungen, die ihr treffen müsst, bevor ihr nach Hause geht. Come to the front. Ich lade euch ein, nach vorne zu kommen. You've got some things that you will need to be willing to let go of. Es gibt Dinge, die ihr loslassen müsst, bevor ihr nach Hause geht. A life that you need to be willing to change. Ein Leben, das ihr verändert haben möchtet. You need to make some decisions. Entscheidungen, die ihr treffen müsst. Let's come to the front. Kommt nach vorne. All of you who are standing, come to the front. Alle, die stehen, ich lade euch ein, nach vorne. Whether you're upstairs or downstairs, ganz come. Egal, ob ihr oben seid oder unten, kommt nach vorne. Amen to you all. Amen. Calling to God out of a pure heart. Wir rufen Gott an nach einem reinen Herzen. Amen. Come. Komm. Amen. Come closer. Come near. Is there anybody else? Gibt es noch jemanden? Who wants to say, I've run that full circle. Der sagen möchte, ich habe diesen ganzen Lebenszyklus, bin ich schon mal durchlaufen. And there are some sinful scars in my life. Und es gibt Narben der Sünde in meinem Leben. And I'm tired. Und ich bin müde von dieser Sünde. Tired of running. Ich habe sie satt und ich möchte aufhören, vor ihr davon zu laufen.
I just want to say, Lord, I'm giving my heart to you. Und ich möchte sagen, Herr, ich möchte mein ganzes Herz dir übergeben. Then come to the front. Dann komm nach vorne. All of you who are standing, come to the front, please. Die, die stehen, ich lade euch ein, kommt nach vorne. For those of you who are still praying. Für die, die immer noch beten. And those of you who may feel that, you know what, I don't want to come all the way down. It's still fine. Weil jene, die sagen, nein, ich möchte nicht nach vorne kommen, es ist immer noch Zeit. Each and every one of you who are still seated. All jene, die noch sitzen. You may have friends or family members who you want to see make the call. Es gibt Freunde oder Familienmitglieder, wo er sagt, ich möchte, dass sie diesen Schritt machen. Pray for them too. Betet ganz besonders für die. Pray for them too. Betet für sie. For those of you who have come forward. Für die, die nach vorne gekommen sind. You cannot go home and live life as if it's normal anymore. Ihr könnt nicht nach Hause gehen und so weiterleben wie bisher. I don't know what's been going on in your life. Ich weiß nicht, was in eurem Leben vorgegangen ist. But God knows. Aber Gott weiß es. God knows how far away from him you have gone. Gott weiß, wie weit ihr euch von ihm entfernt habt. And you need to be willing to give him your whole heart. Und ihr müsst bereit sein, euer ganzes Herz ihm zu geben. And to call on him continually. Und ihn immer und immer wieder anrufen. Trusting in his love and mercy towards you. Ihm vertrauen und seiner Gnade vertrauen. Some of you may need to come and attend Bogenhofen for the high school or the theology school. If you know you need to do so, then speak to the people in the red shirts. Go and speak to Reinhard, speak to Robert. Let them know that you need to make a decision that you will come closer to him. And if being here will help you, then do so. Wenn ihr den Ruf habt, etwas zu verändern in eurem Leben, dann sprecht uns an, die mit dem roten Shirt, den Reinhard, den Robert. Whatever you need to do, just hold on to him. Was auch immer du tun musst, klammere dich an Gott, an Jesus. And I pray you will make some serious decisions. Und ich bete und flehe, dass ihr ernsthafte Entscheidungen trefft. That will last for the rest of your lives. Entscheidungen, die von jetzt bis an das Lebensende reichen. And be prepared for God to challenge you. Und seid bereit auf die Herausforderungen, die kommen. To let go of some things. Gott wird euch herausfordern, Dinge loszulassen. And when he does challenge you, und wenn er euch herausfordert, listen to him and by faith believe him. Dann hört auf ihn und glaubt ihm. And obey him. Und seid ihm gehorsam. Let's pray. Lasst uns gemeinsam beten. Dear Lord, Herr, you see before you all of those who are kneeling. Du siehst uns vor dir knien. Those who came forward and have desired to say they want to call to you. Die, die nach vorne gekommen sind und sagen, ich möchte dich anrufen, Herr. They have run full circle. Sie sind eine ganze Runde im Leben gelaufen. And just like the prodigal son, they've come back saying, look, I don't even deserve to be called a son or a daughter. Und so wie der verlorene Sohn sagen sie, ich bin es nicht wert, dein Sohn oder deine Tochter zu sein. But in your eyes they are always a son or a daughter. Aber wir wissen, dass sie in deinen Augen immer ein Sohn oder eine Tochter sind. You see before you people who will be saints, people who will live forevermore. Du siehst hier vor dir Heilige, Leute, die ein Leben mit dir für alle Ewigkeit leben. Those who have come to the front, those who are seated, those who are in this church right now, people who will live forevermore. Alle, die hier sind, alle, die sitzen oder vorne sind, Leute, die Ewigkeit mit dir erleben wollen. But as we've come to the front, these are saying that they want to start following you properly. Aber die, die nach vorne gekommen sind, wollen dir sagen, Herr, sie wollen ganz dir folgen. They want to call to you and they need your help. Sie wollen dich anrufen und sie brauchen deine Hilfe. You say that your arm, your hand is never too short to save and your ear is never too full to hear them. Und du sagst, dein Arm ist immer groß und lang genug, um sie ihnen zu helfen und dein Ohr kann sie hören. By your blood we are cleansed. Durch dein Blut sind wir gereinigt.
Though our sins may be red like scarlet, you will wash us to make us white as snow. Auch wenn unsere Sünden blutrot sind, so kannst du uns doch schneeweiß machen. But oh Lord, may we follow you. Aber Herr, hilf uns dir zu folgen. May our faith in you grow from strength to strength. Lass unseren Glauben wachsen in dir. Help us to never be ashamed of the gospel. Hilf uns, dass wir uns niemals schämen für das Evangelium. Help us to understand that there is power in the message of truth. Hilf uns, dass wir verstehen, dass Macht und Kraft in dieser Botschaft der Wahrheit ist. Help us to walk with you. Hilf uns, dass wir mit dir gehen. But first, aber zuerst, we call. Rufen wir dich an. And we thank you for your answer. Und wir danken dir für deine Antwort. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen.